Im YouTube-Zeichen geht's dann auch nach der Pause vielleicht etwas weiter. Nee, glaube ich doch nicht. Das wird heute nicht mehr. Eieiei, ich überlege gerade, ob ich den Moxer zum Sellout-Beauftragten einstelle. Lass uns nochmal zurückgucken. Ah, Entschuldigung. Du hast hier einen Snickers White Hype ausgelöst. Torfmoor, wir waren gestern einkaufen. Die gab's leider nicht mehr. Die sind ja limited. Und der Laden hatte die nicht mehr. Es musste schon ein bisschen weinen. Deswegen habe ich jetzt Sima mitgenommen. Statt den weißen Snickers. Von daher, ja, die gab's bei uns leider nicht mehr. Die waren so lecker. Ich habe die zwei Packungen so schnell aufgegessen. Und danke für die Gesundheit. Oh Mann, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin will. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Hier kann ich auf die Karte gucken. Wo bin ich denn jetzt? Weiß einer, wo ich hier bin? Nee, ja doch, ich bin doch hier, ne? In Shedet. Bin ich hier? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Es ist immer, wenn er rauskommt aus den Spielen, weiß ich leider nicht, wo ich bin. Weiß das einer, wo ich hier auf dieser Karte bin? Bei welchem Leuchtfeuer? Wir gehen hier raus ins neue Gebiet. Das heißt, das Leuchtfeuer müsste eigentlich nur gerade ins neue Gebiet sein. Es geht einen Weg nach oben, bevor es ins neue Gebiet geht. Und wir kommen dann am Ende raus. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Es Leuchtfeuer einen Weg nach oben. Und nach links geht's aber auch raus. Das heißt, wir sind ganz unten. Kann das sein? Oh, ist cool. Komm gut ins Bett, mein Lieber. Kommen wir auch links aus diesem Gebiet raus? Fragezeichen. Gerade ein Kind gegessen. Ja, Kinderriegel. Ja, wir kommen auch links raus. Wir sind tatsächlich, glaube ich, ganz unten. Wird einfach gemacht. Oh Gott. Ich glaube, ich werde von Yassi zerquetscht werden. Einfach so. Einfach so. Ja, das war hier. Ja, okay. Und hier waren wir wo? Das müsste ja rechts unten sein, ne? Das heißt, wir kommen hier auch noch nach oben. Ja, mach du mal. Nee, das war der Kreis. Von dem anderen Gebiet hatte ich gar keine Map. Ja, Zirze haben wir besiegt. Ja, yeah, verkehrte Map, ist richtig. Das ist die Map mit der in der Mitte. Von dem anderen Gebiet hatten wir gar keine Map, ey. Amy, danke für den Host. Ja, wobei das Backtracken... Komm, ey. Das bringt nichts, Freunde, glaube ich. Kill mich mal. Ich hoffe jetzt einfach, wir finden relativ zügig einen Portpunkt im neuen Gebiet. Und wir müssen uns da jetzt noch mehr oder minder ein bisschen durchquälen. Und Fabian, dir auch noch danke für den Host. Weil jetzt zum nächsten Port-Ding zurückzueiern, um dann nochmal weiter rumzueiern, ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Gucken wir, dass wir im neuen Gebiet irgendwo ein Port-Ding finden. Da muss es ja eins geben.
Wenn wir jetzt zurücktracken, das Spiel ist leider so aufgebaut, dass die Portpunkte sehr weit auseinander sind. Und zwischendrin hast du die Encounter, die du spielen musst, weil Begrenzungen hochgehen. Das heißt, du kannst nicht durchrennen. Ich glaube nicht, dass wir da wirklich viel an Zeit sparen. Ergo kann ich lieber hier nochmal ein Level Up oder so dann farmen. Eieiei. Ja gut, aber zumindest Oikon, wenn du halt noch Garantie drauf hast und die das reparieren für umsonst, ist das ja okay. Schlimmer wäre es, wenn er halt, wenn der Monitor kaputt wäre. Weil dann lohnt sich halt meist die Reparatur halt nicht. Da kriegst du für den Preis meist einen neuen Monitor, außer das ist halt ein 2K, 4K Monitor oder so. Dann vielleicht, aber bei so 0815 Monitoren lohnt sich es meistens nicht. So, hier muss ich hin. Die Frage ist, wir gehen mal nach oben. Unten, seht ihr im Hintergrund irgendwas? Da ist eine Kiste. Weil die muss ich jetzt spielen, oder? Ich komme, oder? Komme ich hier durch? Ja, ich komme durch. So, hier war der Typ, ne? Ja, da waren wir. Dann gehen wir mal hier lang. Oh, meine Nase läuft. Sekunde. Da habe ich Steuerung Y. Perfekt, ich kann meinen Shortcut noch fürs Mikro muten. Du bist ja da richtig in dem Gebiet. Ja, dass ich da nicht falsch bin, weiß ich, weil wir es ja noch nicht durchgespielt haben. Ich wollte nur zurück, um zu leveln, weil es mir ein bisschen schwer vorkommt, dass ich hier noch was machen muss. Das ist mir klar. Das ist mir klar, Melindor. Wir müssen aber ja sowieso irgendwann zurück, weil wir die Schlüssel halt in die Statue stecken müssen, dass die Hauptstadt da aufgeht, wie immer diese heißt. Ich habe den Namen vergessen. Tibet. Tibet? 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 7 Jahre in Tibet? Weißt du schon. Ein Shield und eine Map. Ah, oh, das ist schon mal... Das ist schon... Alter, holy fucking moly. Wir haben eine Map und ein Schild. Kann ich aber nicht benutzen. Oh, ich Schild Level 2. Ich kann damit wirklich... Ich habe die Schilde geskillt. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und die Map. So, dann sehen wir nämlich was. Wir haben unten angefangen. Ne, kann ja nicht. Dann müsste ja unten ein Portstein sein. Wir haben oben angefangen. Wir haben oben angefangen. Oben links. Und müssen hier nach unten. Alter Schwede. Rechts ist, glaube ich, ein Lehrer. Oder links. Eins von beiden. Ich bin mir bei beiden nicht sicher. So. Also wir müssen auf jeden Fall erstmal runter. Und dann den einen Weg folgen. Und da ist ein NPC. Dann ist das aber kein Umskill-Mob, oder? Möchtest du noch einen Tipp? Ne, jetzt haben wir erstmal eine Karte. Jetzt gucken wir, dass wir da hinkommen. Jetzt kann ich mich nämlich ein bisschen orientieren. Und da war der Typ. Ey, ich muss mir davon echt ein Bild machen und auf den zweiten Monitor packen. Mein Gehirn ist Moos. Runter. Und bis zum Ende durchlaufen. War ein 28 Zoll 4K-Monitor. Und am 4.9. wären die Garantie weg. Okay. Was, ein 28 Zoll 4K-Monitor kostet nur 360 Euro? Oikon, magst du mir mal einen Link im Discord dazu schicken? Weil... Was ist das für ein Monitor? Ich habe ja jetzt auch geguckt.
ab 1440p kosten sie, was weiß ich, 500, ab 4K kannst du sie nicht bezahlen. Also wenn der jetzt noch 360 Euro kosten soll, was ist denn das für ein Monitor? Wie gesagt, schick mir mal einen Link. Ja, vielleicht sollte ich wirklich mal ein bisschen mehr mit Schild spielen. Jetzt habe ich 100% Block. Ja, wenn ich die Taste nicht zu früh loslasse. Oh, da hat er mich aber durchs Block gehauen. Also einen Hit kann ich blocken. Ja, es ist, glaube ich, gerade bei dem Wirbelknecht hier gut. Da sind wir gerade nämlich gestorben beim Wirbelknecht. Oh gut, dass er daneben holt. Oh, ja, da hätte ich blocken müssen. Nein! Wieso hat er meinen Block zerhauen? Ja, ihr seht, die Mobs sind halt echt nicht einfach. Ich mache halt so wenig Schaden, dass die Kämpfe brutal lange dauern. Spielt hier jemand Age of Empires 2 HD? Nee, ich habe früher Age of Empires 2 gespielt, tatsächlich sogar im Clan und Liga. Aber nein, das HD-Ding habe ich nicht gespielt. Hat hier eigentlich jemand Erfahrung mit Closed Beta Games gemacht? Also bezüglich einem Zugang zur Beta nach Anmeldung? Ja, schon, Luna. Also klar, schon häufiger. Was ist denn deine genaue Frage? Oh, ich glaube, hier kann ich skillen. Talk to Guy. This skill guy. Maria, retired mercenary, fellout sellsword, yes, better learn from my mistakes. Me mistakes, lass. Lass. Oder heißt es Ias? Heißt das Ias oder Lass? Ian? Heißt das Ian oder Lan? Also Lass oder Jan? Yas. Keine Ahnung. Me was a sergeant with merit and coffee, go freelance. Coffee be asking where go next. Was? Meskins? Meskins? Ach nee, Quatsch. Methinks. Methinks the West, Libyan tribes. The East, bloody Canaanites. South, the Nubians. And North, Dan Sea people. So me say, coffee old girl. Get myself nice and easy contract guarding the mines. Sweetest geek in the Tulan. And look at me now, mate. Learn. Oh, geil, danke schön. Diese Englisch-Skills, ja, ist halt Speak Like Egyptian. So, wir könnten Heavy Weapons oder Light Weapons skillen, also der kann schon mal eine Menge. Und auch Shields. Und Great Shields. Was hat Level 0? Jetzt bin ich verwirrt, wieso kann ich denn das benutzen? Ich muss mal ganz kurz gucken. Wieso kann ich denn die Schilder benutzen? Ach, weil es Level 0 ist. Okay. Oder Waffen. Was haben wir? Level 2 Light Weapons haben wir. Ja, dann nehmen wir Level 2 Light Weapons. Auf jeden Fall. Erstmal ein bisschen mehr Schaden. So, machen wir fertig. Oder Rüstung. Aber mit Rüstung mache ich nicht mehr Schaden. Ich bräuchte mehr Gems. Verflucht. Naja, komm, lernen wir erstmal ganz kurz die Light Weapons.
So. Dann können wir nämlich jetzt zumindest ein bisschen mehr Schaden machen. Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwann auch Schild, Heavy Weapons und Rüstung hochkriegen. Wir kriegen so wenig Gems, das ist halt kacke. Weapons. Und dann nehmen wir jetzt natürlich hier unten das Moped. So. Und dann gucken wir nochmal auf die Karte. Und dann gucke ich auch auf den Chat. Bin gleich wieder bei euch. Wir sind jetzt da. Das heißt, wir gehen runter. Und können eigentlich direkt uns rechts runden halten. Meine genaue Frage ist, wie lange ist die Wartezeit, wo ich noch mit dem Beta-Zugang rechnen kann? Hab mich zur Beta von For Honor angemeldet und warte unglaublich auf den Beta-Key. Ich glaube, die ist schon vorbei, Luna. Die ist schon vorbei. Ehrlich gesagt, ein oder zwei Tage bevor die Beta gestartet ist, waren super viele Leute hier mit Keys. Die haben wir verteilt, mehr oder minder. Das war nur an dem Wochenende, glaube ich. Die ist schon vorbei. Von daher, wenn nicht noch eine weitere kommt, erstmal wahrscheinlich gar nicht. Wie gesagt, bei sowas einfach mal, ohne dass ich jetzt nach Sellout oder so klingen soll, einfach hier mal vorbeischauen. Wir hatten halt sehr viele, jeder, der quasi einen Beta-Zugang hat, konnte drei Freunde noch einladen. Und das hatten einige und so habe ich auch einen Key bekommen. Happy Konopja. Was ist das denn? Happy Konopja. Ja, auch keine Ahnung, was das ist. Sah aus wie ein Schlüssel. Irgendwie was für eine Quest, okay. Sag ich ja bei Zerze schon, das Schild Level 0. Ja, ging aber auch so. Ging aber auch so. Ich bin nicht so der Schild-Guy. I'm not the Schild-Guy. Wir haben 0 Flasks. Naja, das könnte heiter werden. Dann machen wir erstmal den hier. Sogar drei. Ja. Geil. Geil! Das heißt also, wenn nicht noch eine Beta kommt, Luna, dann wahrscheinlich nein. Und wie gesagt, kann ich halt nur als Tipp geben, schaut halt vor solchen Events tatsächlich mal hier vorbei. Ich streame ja halt. Und viele kommen dann halt und sagen, hey, ich habe noch einen Key oder kann noch Invites verschicken, braucht noch wer. Und so hatten wir es bei For Honor auch gemacht. Wie gesagt, der Lumbo hatte welche, ich weiß gar nicht, wer noch alles welche hatte. Waren viele. Waren irgendwie 4, 5 Leute, die einen hatten und dann quasi nochmal 3 rausschicken konnten. Also wie gesagt, ich glaube, alle, die einen wollten von dem Stream, haben auch einen bekommen. So, wir müssen quasi die zweite nach unten. Also ich muss sagen, dass mich For Honor so nicht angesprochen hat, also weil es halt auch nur rein Multiplayer war. Ich bin gespannt, ob es halt eine... Oh, ich hätte da gerade resten sollen, nicht Arsch. Ob es halt eine vernünftige Kampagne Singleplayer gibt, wenn es wirklich nur Online-Multiplayer-Gebäsche ist, was so den Eindruck erweckt hat. Dann ist das Spiel eher nix und da es von Ubisoft ist, bin ich halt sehr skeptisch. Nee, hier bin ich nicht. Von wo komme ich denn? Doch, das ist aber richtig, oder? Ich glaube, der Schaden sieht schon ein bisschen besser aus. Das geht schon. Aber ja, bei Ubisoft bin ich halt sehr, sehr skeptisch mittlerweile. Wie gesagt, Stichwort Division und so.
Von daher mal abwarten. Ist auf keinen Fall ein Spiel, was ich vorbestellen werde, was ich mir zum Release kaufen werde. Pieper Pops, da werde ich erstmal ein paar Streams gucken, ob es dann auch eine Kampagne gibt. Und da dann, dann entscheiden. So. Na, gucken wir mal erstmal direkt hier den Moped-Mann. Stamina mehr? Na, besser, aber noch nicht perfekt. So, ja, komm, ihr Schildklopfer. Mietnex! Miezematze! Nee, nicht Miezematze. Sorry, mein Gehirn ist tot. Miezematze. Nicht Miezematze. Toastermatze. Mann! Alter, sei gegrüßt. Schönen guten Abend dir. So, ich nehme noch meine Estos. Wir blocken uns gegenseitig den Schaden weg. Aber er war eher tot. Eieiei. Bowie, sei gegrüßt. Kann einer nur kurz vorbeischauen? Ja, Hauptsache vorbeischauen. Schönen guten Abend dir. So, Kiste? Komm ich mit? Horus-Helm! Da kann ich leider nichts sagen. Bei Spike läuft der Stream nicht mehr flüssig. Kann halt jemand noch bestätigen? Kann halt jemand, nee, nicht die Weapon, die Köpfe wollte ich machen. Kann das jemand noch bestätigen oder ist das nur bei Spike? Warum habe ich denn hier ein... Ich habe mich verdrückt. Ich trage hier einen Helm, den ich überhaupt nicht tragen kann. Und keiner sagt was. Ich sollte mal gucken. Ich trage hier Dinge, die ich gar nicht tragen kann, weil ich es gar nicht geskillt habe. Was ist hier los? Ich kontrolliere mal ganz kurz. Nicht, dass hier irgendwas noch an ist, was überhaupt nicht an sein sollte. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Nimmst du? Hier ist alles tutti. Okay. Let me catch my breath. Just a moment. I have been running for days, warrior. I came all the way from Ravaris. Sobek, forgive me. It's hell in there. The whole delta is crawling with sea folk. Yes, I mean the sea people, but not only them. There is the children of the salt, satrapes. They do come from the sea, aye, but Sobek is my witness. People they are not. Where's the Red Pharaoh and his mighty armies now? Hier sieht's gut aus, nur bei Spike, okay. Mods! Scheiße! Nicht ein Resub, Mods! Das hier! Ich bin gleich bei dir. Oder tot. Mods! Oh, Kocke! Mach weiter so, mein Moped-Mann! Mods, ich danke dir für den Resub. Ich glaube, ich werde hier sterben. Dankeschön, Herzen für Mods und vielen lieben Dank für 6 Monate. Gott, oh Gott. Alter Schwede. So, und ich muss mich weiter rechts halten, ja? Herzen für Mods und ich sag vielen lieben Dank. Also nicht die Moderatoren, sondern Mods 1711. Dankeschön. Auch schon ein halbes Jahr, Mann, wie die Zeit vergeht. Dankeschön. So, und wenn ich den Weg da lang gehe, müsste ich unten auf die Straße kommen und mich dann eigentlich links halten für Leuchtfeuer. Also da lang gehen und dann geht's nochmal nach unten, ist das richtig? Ja, aber ich muss dann nach oben. Oder nach links. Jetzt ist die Frage, wo ist hier links? Das erkenne ich nicht so gut.
Hab keine Essos mehr. Warte mal, ich komme von oben auf die Straße. Nur von der Logik. Wo muss ich denn hin von der Logik? Ich weiß es nicht. Ich komme von oben. Bin jetzt auf der Straße und ich müsste nach links. Da müsste ich wieder nach unten gehen, ne? Weil sonst eine Abzweigung ist ja da nicht. Das heißt, ich muss nach unten gehen. Eieiei. War zwar schon länger nicht mehr hier, aber schau immer wieder mal rein. Danke für den Support, oh Mann. Dankeschön. Das hilft ungemein. Dankeschön. Wie gesagt, alternativ gibt es ja die VODs. Die Qualität ist mittlerweile, finde ich, richtig gut. Also das heißt, wenn ich auf YouTube gucken will, wo die Qualität... Oh, das ist mittlerweile richtig traurig. Die VOD hier auf Twitch hat mittlerweile eine bessere Qualität als ein höher aufgenommenes Material auf YouTube. Das hat eine schlechtere Qualität. Ich könnte im Strahl reiern. Also wie gesagt, mittlerweile haben die VODs hier so eine gute Qualität. Kann ich nur jedem empfehlen, wer vielleicht vorher YouTube-Gucker war, hier auch auf die VODs hier mal zu gucken. Vor allen Dingen, die sind ja halt eben sofort nach dem Stream halt da. Und die Qualität auf YouTube ist halt mittlerweile so für Po. Mods, danke für den Support. Und Einzelsaft. Sei gegrüßt. Ich habe keine Flask mehr. Das ist kein Encounter, ne? Ich könnte eventuell einfach durch und nach unten. Nur, dass hier Skorpione sind. Lass mich prayen. Da ist ein Durchgang. Ja, hier. Was ist denn da? Checkpoint. Nee, Reisestatue. Hier. Nein! Ja, wir waren richtig. Wieso sind denn da Skorpione? Nee, ich muss da lang. Oh, Kacke. Aber die kann ich alle überspringen, glaube ich, hier. Die? Dann überspringen wir den ersten hier. Und überspringen den zweiten und gehen nach hier. Mal, ob wir jetzt durchkommen. Oder ob hier Grenzen sind. Ne, hier ist offen. Schön, wunderbar. Dann können wir die auch auslassen. Der Bo, dir noch einen schönen Abend. Dich können wir auch auslassen. Dich können wir auslassen. Und hier will ich reingehen. Kann ich nicht. Bin ich jetzt hier richtig? Ich würde gerne hier... Ja! Ah! Jetzt war der Mob im Weg! Ach, fuck, Mann. Die klingen echt wie Frauen, die sterben. Also nicht, dass ich wüsste, wie Frauen klingen, wenn sie sterben. Aber weißt du schon. Aua. Ole. So, jetzt haben wir hier die beiden Skorpione. Severino. Okay. Ja gut, mit der neuen Waffe geht's. Mit der neuen Waffe geht's.
Mit der neuen Waffe deutlich schneller, deutlich besser. Das ist okay, mit der neuen Waffe geht's. Aber wir haben den Reisestein, wir können reisen. Und haben Level Up. Geil. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und Prain. Sehr gut. Sehr gut. Das ist doch mal ein GG-Wert, oder? Das heißt, wir können uns jetzt optional noch das Gebiet angucken. Sind jetzt aber quasi von oben links bis nach rechts unten, also besser gesagt mittig unten. Und kommen hier in zwei neue Gebiete. Beziehungsweise es gibt eventuell drei neue Gebiete, weil in der Mitte im Kringel ist auch noch ein Gebiet raus. Jetzt müssen wir halt rausfinden, wo die Gebiete hingehen, aber wir haben auch den Portstein, dass wir zur Not komplett nochmal rausporten können. Der Bo kriegt mehr als ich. Nach Bo, ich krieg keine GGs. Achso, doch, von Caro. Ja, immerhin. So. Kann ich hier Hebel hebeln? Habe ich jetzt einen Shortcut? Und wenn ja, wohin? Wir gucken mal rein. Loading. Watch out for traps. Gates of Thebes. Ah! Das heißt, wir können den Stein hier direkt reinpacken von Cerce. Ach, hier ist auch ein Portstein, ne? Ja, warum jetzt hier einer ist? Achso, damit du von überall hier hinporten kannst. Ja, verstehe. So, was ist das? Need Key. Need Key. Und da wollen wir rein. Hier zum Heiligen Gral. Interact. So, dann haben wir zwei. Und den hatten wir schon. Also fehlen uns noch zwei. Perfekt. Also haben wir hier auch mehr oder minder einen Shortcut. Dann ist der Weg natürlich eigentlich... Naja. Doch nicht GG. Eher, naja. Fail. Scheinheilig sei gegrüßt. Sehr cool eigentlich aufgebaut, muss man sagen. Also auch die Shortcuts, wie die Wege oder die Gebiete wieder ineinander führen. Also ich meine allein aufgrund des Praise the Suns. Also man weiß schon, was das Spiel sein will. Und da macht der Entwickler auch irgendwie kein Geheimnis draus, finde ich. Finde ich aber ziemlich cool. So, das heißt, ich muss jetzt ganz kurz auf die Karte gucken. So, wir sind jetzt da unten und sind jetzt mehr oder minder links unten rausgegangen. Das heißt, ich muss jetzt hoch und dann einmal zurück und da komme ich auch aus dem Gebiet. Das ist die Frage, wo ich dann da hinkomme. Alternativ haben wir dann auch in der Mitte vom Gebiet. Wahrscheinlich wieder ein Bosskampf, würde ich tippen, weil da zweimal Refill Stations sind. In den Royal Quarters Dingens. Ja, ist ein DS-Vorschnitt, also quasi ein Souls-like mit Blocken, Parieren, leichter Angriff, schwerer Angriff, Rollen, Ausweichen, Skillen und ja, also im besten Fall mache ich mich jetzt hier nochmal tot. Ja komm, kill mich mal, hab schon zu viel Leben verschwendet. Mit quasi, das hier sind die Leuchtfeuer mit Estus Flakons und ein bisschen mit Buffs und ein bisschen Magie und das Ganze in 2D Ägypten-Optik. Wobei, ist das, nennt man das 2D? Ne, 2D nicht, ne? Das ist eher Sidescroller, oder? Das ist ja schon irgendwie 3D-mäßig. So, jetzt mal bitte konzentrieren. Ah, jetzt habe ich den zweiten schon gepult. Geil. Schild nicht mehr hochgekriegt. Aber down. Oi, oi, oi. So. Jetzt musste ich rechts gehen. Ja, komm, wir gehen einfach mal ins neue Gebiet und gucken nur mal da rein, was das ist. Hier geht's nicht weiter.
weil er zu ist. Keine Stamina mehr. Also hier sind die Türen zu. Das heißt, ich werde vermuten. Ich vermute mal, die Tür wird aufgehen, wenn wir irgendeinen Boss gemacht haben, weil sie einfach nur closed ist. Das heißt, wir müssen tatsächlich ins Innere des Gebietes. Und die Tür geht danach dann wahrscheinlich auf. Freust du dich schon aufs Dark Souls DLC? Lincoln, schönen guten Abend. Freuen ja, aber ich bin nicht gehypt. Ich habe mir jetzt die neuesten Gameplay-Klamotten und Trailer nicht angeguckt. Ich habe den ersten gesehen und von dem war ich ein bisschen enttäuscht. Ich freue mich und hoffe, dass es gut wird. Ich habe nur die Befürchtung, dass es nicht so gut wird. Frag mich nicht warum, ist so ein komisches Bauchgefühl. Von daher nicht groß gehypt, aber wir werden es natürlich zum Release am 25. um 0 Uhr spielen. Direkt, wenn es auf der PlayStation freigeschaltet wird, fangen wir dann an. Ich frage mich gerade. Wie weit der Weg ist bis zum nächsten Refill. Ah, könnte ein Stück sein. Aua. Estus, do you drink it? Schnell genug gekriegt. Leather Buckler und Gold. Ja, das habe ich halt nicht gemacht. Ich habe mir kein Video dazu angeguckt. Also von daher möchte ich da relativ unbedarft reingehen. Salty. Ja, kann sein. Ich habe halt eben auch die Meinung, die jetzt halt gerade gesagt wurde, sieht halt leider nach einem PvP-DLC aus, weil halt relativ wenig frische Bosse gezeigt wurden, mehr oder minder alte. Und deswegen bin ich da halt skeptisch und habe die Befürchtung, dass es halt nicht so viel Content gibt. Aber wie gesagt, sagt dazu nichts, werden wir rausfinden, wenn das Ding da ist. Wenn es geil wird, feiern wir es und zocken es natürlich mit Freude. Wenn es nur PvP-Fokus ist wegen Arena und so, ja, dann weine ich halt. Oh, irgendwie sitze ich jetzt hier komisch, kann das sein? Alter Schwede, ey. Völlig aus der Fassung gekickt worden. Imhoteps Keystone. Was kann der? Also brauch erstmal Level 1 Offensive Magic, habe ich natürlich nicht. Und created by the legendary engineer, this artifact allow you to send energy shots like homing arrows. Okay, klingt cool. Klingt cool. Klingt nicht cool. Ah, ich komme aber hier nicht raus. Kacke. Ja, das war schlecht. Das war ganz schlecht. Ja, das war super schlecht. Ah, da kam ich nämlich nicht durch. Okay, also ist da noch ein Encounter. Also die zwei können wir wahrscheinlich skippen. Ja, ich komme da durch, ne? Wo komme ich denn da durch? Warum gehe ich da nicht durch? Das ist doch viel geiler. Ich sollte einfach hier den Shortcut nehmen. Tötet mich nochmal bitte. Ich nehme den Shortcut. Warum gehe ich da eigentlich nicht durch? Ich bin auch dumm. Ja? Mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt habe ich die Kacke hier von der Tür. Kommt doch mal von der Tür weg! Verliere ich schon ein halbes Leben, nur da reinzukommen. So. Jetzt bin ich quasi da. Rechts von mir ist was, eine Kiste. Rechts von mir ist ein Refill?
Ne, das ist links von mir, dann ist das andere rechts. Oh, dass es auch genau invertiert ist, ist halt heftig. Das ist doch eine Falle. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das keine Falle ist? Was? Titten? Caro will irgendwas mit Milchtüten? Titten? Ja, Bilder bitte direkt privat an mich. Ich begutachte die und erstelle dann auch gerne Rankings oder Feedback. Also, da bin ich nicht so. Feel free. Was? Melendur, wat mut, dat mut. Moped Donate von Melendur. Alter Schwede, Melendur. Dankeschön für die Unterstützung, Mann. Du Verrückter. Wobei, ich freue mich darüber natürlich, aber denk beim nächsten Mal drüber nach, vielleicht ein Abo abzuschließen. Da hast du auch was von. Werbefrei, hast die Emotes, die du machen kannst und bist dem Club noch ein bisschen näher. Wie gesagt, hast du halt mehr davon. So habe ich jetzt ein bisschen mehr davon. Melendur, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Danke, mein Lieber. Gehen auch Man-Boobs. Nur rasierte, bitte. Die Haare habe ich selber. Das ist super, jetzt habe ich hier eine Falle. Wie komme ich hier vorbei? War ja klar. Kanoptik, ja. Was ist das denn? Kanoptik, ja. Hatte ich das nicht schon? Ah, das ist wieder für eine Quest, ne? Für irgendeine. Den auch, Man-Booms. Hoa! Wobei, Spike, warum benutzt du dann die Chatty? Nur mal so, wenn ich auf den Mod-Chat gucke, probier's doch einfach mit Chatty. Einfach statt deinen Channel-Namen meinen Channel-Namen eintragen. Bums, Chatty. Fertig. Also, ob ich dir die Bilder schicke, weiß ich ja noch nicht. Ja gut, dann muss ich erstmal, wie gegen Dämonen? Wo bin ich eigentlich? Moment, ich habe den Weg verloren. Muss ich rechts an dem vorbei oder da unten rein? Unten rein ist der weitere Weg, wohin auch immer. Oben ist, keine Ahnung, was. Da ist nochmal Refill. Also ich muss da rein. Also den könnte ich eventuell skippen und direkt da reingehen. Da komme ich zum Weg. Oben wäre nur nochmal Refill. Ja gut, aber wir haben von beiden Seiten Refill. Ergo muss da drin ein Boss sein. Gehe ich mal jetzt einfach stark von aus. Komme ich jetzt aber nicht rein. Kacke. Müssen wir den machen? Müssen wir den wirklich dann jedes Mal machen? Oh Gott, ey. Ich habe nur ein bisschen Angst vor dem Boss, der jetzt hier eventuell gleich sein wird. Der Weg ist ziemlich kacke. Ich hoffe, dass sie noch ein Leuchtfeuer dahin gesetzt haben. Aber dann wäre der zweimal Refill nicht da. Ja, Boss-Time. Pnumnan Corrupted Stone Paddy Manson. Alter Schwede, und der gibt's mir mit dem Knüppel. Den kann ich bestimmt nicht blocken, oder? Oh, doch. Oh, doch nicht. Alter, ey. Dreimal? Und dann macht er quasi danach einen Uppercut. Einer ist das noch. Boss-Time in... Dings hier. Oh, der Schaden von ihm ist aber auch gut real. Oh!
Okay. Oh, einfach durchgelaufen. Okay, einfach wegklatschen. Schön. Oh, Klaus. Boah, ich darf mich nicht noch einmal treffen lassen. Nein, da kam ein Uppercut. Oh, ich hab mich dran erinnert. Nein! Der Buff war scheiße. First try! Supreme Victory! Quantum's Maze of Command und Gold und fucking Hell First Try GG. Also einfach nur Tank and Spank im Dark Souls Style. Der Boss war relativ easy. Was kann das Moped denn? Heavy Weapon. Hallöchen, 240 Knüppelschaden. Ich muss doch mal irgendwo in die dicken Wumpswaffen skillen, ey. Holy fucking moly, ey. Ah. Boobs feels amazing. Oh Mann. Eieiei. Und danke für die GGs, Freunde. Boah, ey. Doch noch First Try hingekriegt. Sag mal, Rit. Wer ist denn der Letzte im Emote, was du da gemacht hast? Der sieht aus wie Timo. Also wie Lumbo. Nur mit ein bisschen weißerem Bart und länger. Aber im Endeffekt könnte er Timo sein. Von wem ist denn das? Sieht aus wie Timo. Timo ist jetzt, hat jetzt seine eigenen Emotes. Wobei, das könnte ich auch hier im Chat machen, ne? Ich könnte ja auch das, was ich von Matze gemacht habe, hier machen. Ideen über Ideen. Wannabe-Zocker, danke für den Host. Und danke für die GGs, Freunde. Ah, wir kommen wieder in die Golems-Schlucht. Die Halls of Stone. Jetzt können wir testen, was wir gegen die Golems machen können. Haben wir eine Map für die Halls of Stone? Nee. Wo haben wir jetzt eigentlich Bosse überall gekillt? Deine Streams haben was von der Cola-Werbung. Ja, wenn ich gesponsert werden würde, das wäre geil. Aber ich bezahle es leider selber. Von daher. Von daher. Set Mart. Kommen wir dahin. Und da war auch noch ein Reisestein. Und, wer bist du? Shady Merchant. Over here, Stranger. Got a collection of good things on sale, Stranger. Ha, surprised to see me here. I've been in very strange places. You'll need weapons, Stranger. An evil presence resides here. Got something that interests ya. What a buying, what a selling. Rings Items. Ich hab die Gem für 5000. Ey, ich nehm zwei mit auf jeden Fall. Oh, dann habe ich aber. Ja, im Endeffekt, hier habe ich ja gesagt, könnte man das Spiel jetzt schießen. Wenn ich jetzt privat spielen würde, ohne jetzt zu streamen, würde ich mir jetzt einen Screenshot machen, den Screenshot auf den zweiten Monitor legen oder hier aufs Smartphone und einfach sagen, ich kann mir die 2500 sparen und müsste nicht mehr drauf gucken. Dass man die halt vorher hier sieht, ist ein bisschen unlogisch vom Entwickler. Von daher, ja, ich werde es aber kaufen. Ich werde nochmal ein bisschen was zählen. Das ist Koopy von den Bieber Bros.
Okay. Okay. Ja, hätte ich jetzt nicht erkannt. Also die Beaver Bros kenne ich, aber das hätte ich jetzt nicht erkannt. Wie gesagt, manche Emotes sind halt gut gemeint, genau wie meine. Also das CG und das RIP, die sehen gut aus im Großen, aber im Kleinen erkennt man halt nicht viel, wenn man nicht weiß, was es ist. Ich guck mal, was ich gerade verkaufen kann. Sell Lightworms. Ja, die können wir alle wegpacken. Are you sure you want to sell? Yes. Darf jetzt nur nicht das Falsche verkaufen. So, dann Heavy Weapons. Können wir die erstmal wegpacken? Light Armor. Alter Schwede, ey. Die Level 2 hebe ich auf. Beziehungsweise da kann ich die beste aufheben. Achso, ne, das eine ist alles Light Armor, ja? Ach ne, es sind verschiedene. Oh, das ist jetzt aber schwierig. Pass auf, ich nehme alle Level 1er raus. Die müssten ja schlechter sein. Außer die Breastplate, die kann ich anziehen. Wieso habe ich die denn nicht an? Ich habe eine Breastplate gelootet. Brüste? Indeed. Habe ich jetzt angezogen? No. Ach so, weil die Heavy Armor mehr gegeben hat. Deswegen. Verstehe. Okay. Kaufen. Nein, verkaufen. Ja, die kann weg. Die kann weg. Achso, das ist immer dieselbe. Ich sag jedes Mal, die kann weg und es ändert sich nichts. Das kann auch weg. Das kann weg. Sell Duplicates. Hier die Waifu kann auch weg. So, achso, davon haben wir auch mehr. Ja, bitte alle. So, dann haben wir Heavy Armor. Da kann ich Level 1 nicht tragen, ne? Genau, deswegen heben wir die einfach mal auf. Wir gucken bei den Small Shields. Level 2, Level 0. Welches Schild hatte ich denn die ganze Zeit getragen? Das, ne? Und ich könnte die nicht tragen. Ja, die behalte ich mal. Great Shields behalte ich auch mal. Beziehungsweise da kann das Schild weg, weil er nur 90 Block hat. Das kann weg. So, Backpacks möchte ich behalten. Ringe möchte ich behalten. Items möchte ich behalten. So, jetzt können wir buyen. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? Gucken wir erstmal bei Items. 17.000. Kann mich da auch irren, das Emote ist auf jeden Fall von den zwei irren Biberbrüdern. Okay. Ja, weil, wieso tragen die denn einen weißen Vollbart? Habe ich noch nie gesehen bei denen. Die sind eher haarlos. So irgendwie. So, wir kaufen erstmal hier die komische Map. Wir kaufen einen Gem. Ah, es gibt nur einen. Okay. Come back anytime. So, jetzt ist die Frage, wo war denn gerade der Trainer? Ja, oben, ne? Das heißt, wir könnten uns jetzt zurückporten nach, Royal Quarry, kommen da raus und müssen einmal den Weg bis zum Umskill nach oben. Das ist ja aber machbar. Porten wir uns einmal in die Royal Quarries. Ey, cool. Eieiei. So, dann haben wir den...
Wo hatten wir jetzt? Musste ich hin? Ich musste, nach rechts und nach rechts. Nee, aber hier war die... Hier war die Wand nach... Wo bin ich denn jetzt? Ah, oh, es ist genau wieder andersrum. Es ist genau wieder andersrum. Es ist genau wieder andersrum gedacht, verdammt. Da ich weder Twitter noch Facebook habe und auch nicht möchte, ist das schlecht mit dem Abo. Aber danke für den Hinweis. Ja gut, ich habe aber nichts jetzt mit Twitter und Facebook zu tun. Also Twitch ist nochmal was anderes. Aber okay, du bist halt ein bisschen vorsichtiger, was quasi deine Daten oder so angeht. Von daher, ja, verständlich. Wobei, man muss ja nicht viel preisgeben. Ich nutze die Klamotten auch, aber nur für mich als Streamer, nicht für mich als Privatperson. Und ich würde jetzt nicht posten, was ich zum Mittag gegessen habe oder so. Außer manchmal. So, dann muss ich hier rechts. Und muss hier hoch. Ja, komme ich jetzt nicht, weil hier die Moped-Männer sind. Wo kam ich jetzt da raus? Muss da hoch, ja. Nein, jetzt habe ich noch den... Ach, Kacke, Mann. Biber geil, da vermute ich, dass auf das Bild Rewe-Werbung sein soll. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht, aber ja, okay. Mann, ey, wenn das gehen würde, das ist halt so. Da kommst halt nicht nach oben. Jetzt musst du die halt hier so mühsam rüberpullen. Dass du dann halt ausweichen kannst, um dann hochzugehen. Okay, die Logik verschließt sich mir. Du warst nicht der Lehrer, ne? Nein, du warst nicht der Lehrer. So, der Lehrer war da hinten irgendwo. Ja, und um das nochmal aufzugreifen, was Melindor gesagt hat, also ich finde in Maßen, sind die Socials okay. Es gibt halt manche Leute, die übertreiben's. Da halte ich auch nicht viel von, aber in Maßen ist es halt informativ. Und wie gesagt, nur mit dem Namen oder so kann man halt nicht viel anfangen. Ich meine, die Erfindung Telefonbuch ist auch nicht gerade neu. Und da stehen die meisten Leute halt auch drin und da steht halt auch der Name. So, jetzt ist die Frage, was kill ich als nächstes? Learn. Small Shields, Heavy Weapons. Ja komm, wir nehmen die Heavy Weapons für ein bisschen mehr Bums, wa? Würde ich sagen. So. Dann kann ich, schwere Waffen tragen. Und kann knüppeln. Ja, wobei, so viel mehr Schaden, oder was, war Block? Alter Schwede, ja doch, das haut ja doch ganz gut rein, wa? Na gut, 3 Hits tot. Das ist schon ein bisschen mehr, würde ich meinen. Muss ich ja nur dran gewöhnen. Aber ich will jetzt hier einmal sterben, oder? Wie kurz bin ich vom Level ab? Frage. Ja, komm, wir können auch zurückgehen, oder? Da stehe ich auch nicht drin. Okay. Okay. Wie gesagt, jeder so, wie er will und mag, ich sehe das nicht ganz so schlimm. Weil ich will mich auch nicht komplett von der Welt halt abschotten, sagte er. Klar, wenn du vielleicht irgendwann halt Gronkh berühmt bist, dann mag das von Vorteil sein. Aber ich kleines Licht, für mich interessiert sich eh kein Wutz. Von daher egal. Bin ich hier richtig? Nee, doch, ja? Ich kenne die Laufwege nicht. Ja,
hier bin ich richtig. So, dann muss ich nach unten. Nach da. Einfach mal durchzimmern. So, geh weg. Also, ich meine hier den Moped-Mann. So, dann porten wir zurück. Weil hier haben wir ja alles gemacht. Die Tür ist zu. Ergo, können wir nochmal in die Hall of Stone? Hab auch erst seit 3 Jahren ein Handy, musste wegen meiner Frau. Ja, wobei, das möchte ich nicht mehr missen heutzutage. Wie halt früher, wenn du halt eine Panne hattest, standst am Straßenrand und konntest gar nichts machen. Heute hast du halt ein Handy dabei oder so. Aber das ist zum Beispiel eine Erfindung, die ich nicht mehr missen möchte. Und tatsächlich hatte ich schon ein paar Pannen, wo ich dann tatsächlich von unterwegs den ADAC halt anrufen musste, mitten auf der A3, hinter Kaiserberg, rechte Spur, am Straßenrand, hier Auto geht nicht mehr, Passat-Kombi, da ist einfach mal die Benzinpumpe verreckt, konnten sie mich von der Autobahn abschleppen und wie halt ohne Handy ist sowas halt echt kacke. So, da ist ein Merchant. Da ist das Reiseding. Wir gucken jetzt nochmal drauf. Reiseding. Merchant, also oben. Und nach unten geht es auch. Ne, nach oben. Genau, von oben bin ich gekommen. Und nach unten geht es weiter. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal nach unten. Weil das letzte Mal müssten wir ja von oben gekommen sein. Genau, wir sind das letzte Mal von oben gekommen. Von oben links. Und haben uns da ziemlich abgemüht. Und können jetzt mehr oder minder nach unten, wo dann vielleicht schon der nächste Bosskampf auf uns wartet. Oder das nächste Gebiet. Aber ich weiß nicht, wo die Oase war, verflucht. Markus, du kannst es auch nicht sagen. Wir sind ja hier, weil wir Interesse haben an dir. Ja, ich meinte halt, so wie es bei Gronkh ist, dass halt Leute vor seiner Wohnung, wenn sie die Adresse kennen, kampieren würden. So schlimm ist es zum Glück nicht. Das wollte ich sagen, Ritt. Das wollte ich sagen. Ja, gehen wir nach rechts, ne? Jetzt habe ich mich schon wieder verdrückt. Ja, und ohne Handys gäbe es halt kein Sexting. Also müssen wir einmal andersrum. Ja, aber wie soll das denn andersrum gehen? Dann müsste ich ja von unten kommen. Und die Brücke runterlassen. Wie komme ich denn von unten? Ich habe keine Ahnung. Und hier haben wir 2 Wege. Wieso denn 2? Ach ja, von einem bin ich gekommen. Ja, und da sind wieder die Golems. Da waren wieder die Golems. Die ich meine. Ich meine, guckt euch den Schaden an, den ich mittlerweile auf den Moped-Männern mache. Und diesen kleinen, lustigen Schaden auf den Golems. Und ich weiß nicht, ob da Wasser ist. Mit einem Teleobjektiv kann man auch im Auto bleiben. Alter Schwede. Teleobjektiv steht hier nicht, ey. Ihr wisst, diese Teleobjektiv, ey, das ist ein Rohr. Ohne Witz, Mann. Ich weiß gar nicht, wo es steht. Ich glaube, hinten im Schrank. Ey, das ist so ein Rohr und ausgefahren, ey, ist das ohne Witz so ein
Öschi, Teleobjektiv, 300er. Holy fucking moly, ey, diese Teleobjektive. Ich kann mir halt den Golem noch nicht mal angucken. Weil hier Captain Gurken-Anus-Skorpion hier auf den Sender geht. Ja, das gibt's nicht. Ja, und ob die eine Schwachstelle haben, ich weiß es nicht. Ich glaube, das wurde, hat das Spiel einfach nur so gesagt und meint es gar nicht ernst. Aber immerhin kriegen wir jetzt tot. Schon mal einen Fortschritt zum ersten Mal. Mods, komm gut ins Bett. Danke fürs Reinschauen. Dancer's Legwärmer. Ja, gucken wir mal rein. Deutlich schlechter. Sind wir hier im Low-Level-Gebiet? Da komme ich über die Brücke. Ich glaube aber nicht, dass hier Low-Level-Gebiet ist. So. Hier komme ich auch nicht rüber. Ach ja, ich erinnere mich hier dran, dass ich hier war. Weil hier bin ich, glaube ich, dran gestorben. I'm your Takeshi Castle on duty. Alter, nein! Oh Gott, Takeshi Castle reloaded. Oh Gott, ich bin so tot. Ich bin toter als tot. Mausetot. Drei Moped-Männer und ein Golem. Na klar. Na klar. Ach, und hier ist nur eine Kiste. Boah, ey. Ich hatte letztens leihweise eine 350er-Tele, musste es beim Knipsen aufpassen, dass ich nicht nach vorne umfällt. Ja, vor allen Dingen habe ich immer Angst, dass das abbricht, ey. Das ist so schwer. Ich weiß jetzt nicht, wo steht. Ich glaube, hinterm Greenscreen. Eingefahren ist es halt so und ausgefahren ist das Ding ohne. Ist es so und wenn du dann noch die Sonnenblende drauf machst, ist es so. Also, echt. Was ist das? Ein 75-300er ist es, glaube ich. Ich verstehe halt nicht. Ich gehe da. Ne, doch. Ich gehe da hoch, komme da raus und der Weg splittet sich. Wo will ich denn überhaupt hin? Das ist das, was ich gerade an dieser Map nicht verstehe. Ich komme von unten. Also nicht von ganz unten, sondern die zweite Linie von unten. Ich würde gern nach unten wollen, komme aber nicht hin, weil die Brücke unten ist. Ich komme nur nach oben. Von ganz, ganz oben links bin ich schon reingekommen. Das heißt, ich verstehe im Moment nicht, wo ich überhaupt hin soll auf dieser Map. Weil da gibt es ja nichts, was ich hier haben will. Also ich will ja nur nach unten. Aber das heißt, eigentlich... Verstehe ich nicht, wo ich hin will. Wie hat sich... Oder warte mal. Jetzt sag nicht, die Golems müssen hier die Dinger kaputt machen. Die Brücken.
Ich finde die Maps allgemein verwirrend. Ja, prinzipiell willst du halt zu den Pfeilen, die aus den Karten führen, weil da geht's halt mehr oder minder weiter. Das Problem ist halt, die Brücke ist unten und ich müsste meiner Meinung nach nach unten. Also quasi von dem unteren letzten Strich runter zum gesamtletzten. Das wäre die Brücke. Das Problem ist, es führt ja kein anderer Weg hin nach unten. Also ich könnte ja nur von unten schon reinkommen. Und das verwirrt mich halt gerade. Weil ich nicht weiß, was ich hier will. Travel? Da komme ich nicht rüber. Travel, pray. Nee. Melindur? Doch? Was doch? Was doch? Nein, da kam ich her. Da wollte ich gar nicht rein. Mm. Es gibt noch einen Weg. Okay. Und wo? Weil von oben links bin ich schon reingekommen in die Karte. Schade, dass es hier keinen Cursor gibt. Von oben links bin ich reingekommen, da hatte ich gesagt, das Gebiet ist zu schwer und bin auch oben links wieder rausgegangen. Ich bin jetzt quasi von dem zweituntersten Strich reingekommen und es gibt noch den Weg ganz unten. Da komme ich aber nicht hin. Die Frage ist, wo soll ich denn hin? Gib mal einen Tipp, weil ich sehe es halt nicht. Das erkenne ich auf der Karte nicht. Das ist irgendwie sehr unlogisch. Weil die sind ja nicht miteinander connected. Außer eventuell die rechts am Rand. Aber das sieht man halt nicht. Und ich habe halt jedes Mal das Vergnügen hier mit zig Moped-Männern plus Golems. Was halt ziemlich heftig ist, muss ich sagen. So, die Brücke ist richtig gewesen. Okay. Was? Ach, Dominik heißt es. W. Dominik W. Dominik, sei gegrüßt. Ich brauchte einen Moment. Die Brücke war richtig gewesen. Wie bin ich denn da hingekommen? Ja, das war aber hier richtig. Okay. Alter Schwede, hör auf mich zu stabben. Hä? Jetzt habe ich den Weg komplett verloren. Ah, ich musste hier über die Brücke. Ja. Ja. Die sind nicht auf der Map, musste ich nach unten prügeln. Okay. Dominik, was ist mit dir falsch? Alter Schwede. Cashy's Castle reloaded. Nein! Boah. Und, au! Oh, es ging gerade besser. So, jetzt haben wir hier eine Kiste. Die kann ich auch mitnehmen. Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Ja, wenn mal meine Mods aktiv wären, würden sie vielleicht auch mal den Bannknopf drücken. Aber das scheint ja heute zu dauern. Muss gleich rausstemmen und es selber machen. Wahnsinn! Dankeschön! Ah,
Nein, ich will nicht mit dir spielen. Geh weg. So, und da bin ich, glaube ich, hergekommen. Oder? So, Mimics, people carrying something heavy. Gestures above her head, something very tall. Mimics, heavy steps. Pounds air with fists. Eyes wide open in utter terror. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo ich bin. Über Chatty-Bun, ist Käse. Ja, es sind ja, glaube ich, noch ein paar andere Mods da, Spike. Die den Button auch drücken dürfen. Und über Chatty bannen ist eigentlich relativ easy. Anklicken, Pop-up, Bannknopf drücken, weg. Eigentlich ganz einfach. Entschuldigung. Entschuldigung. Alter, wer bist du denn? Ach so, gleich eine ganze Golem-Versammlung. Hier geht's aber auch nicht weiter. Was soll ich hier? Scheiße. Da ist schon wieder eine Leiter. Also nicht eine Leiter, eine Brücke, die ich nicht aufmachen kann. Oder vielleicht gibt mir hier die komische Frau irgendwas? Dafür, dass da so Bumsmöpse sind, schlage ich mich eigentlich erstaunlich gerade gut. Sagte er und starb instant. So, die ist weg. Die droppt aber nichts. Der ist auch weg. Droppt auch nichts. Außer massig XP. Ah, hier haben wir einen Schalter. Gott sei Dank. Schalter schaltern! Geschaltert! Oh Mann. Gut. Ah. So. Was? Hm? Cross? So, wo bin ich jetzt? Hahaha! Ja, geil. Na geil. So, da haben wir eine Brücke. Alter, das ist hardcore verwirrend. Nur nie zur richtigen Zeit. Ja, so sieht's aus, Lord Master bzw. Chris. Nein, ist ja alles gut. Ja, zur Not wäre ich dann jetzt gleich auch rausgetappt und hätte der komischen Spinner selber gebannt. Aber das ist halt, wie gesagt, bei Konsolen-Gameplay einfacher, weil da kann ich die Maus frei bewegen. Dann ist sie halt nicht quasi im Spiel. Achso, hier gibt's gar nichts. Oh, Level 2 Nine Armor. Super skilliges Takeshis Castle Gameplay. Ich sterbe. Ich sterbe. Ja, geht ihr weg? Das ist gut. Dann kann ich nämlich hier durch und... Nein! Da aber bitte rein! Dankeschön. So. Und hier... machen wir nächstes Mal weiter. Weil ich hier, glaube ich, schon war. Also... ich kam von da. Ja,
Genau, von da kam ich. Also das war, hier waren wir das erste Mal in dem Gebiet, weil seht ihr, die Kiste ist ja auch schon offen vom Valley of Kings. Das heißt, wir haben uns jetzt quasi einmal durchgeprügelt, haben einen Shortcut geöffnet. Ja, müssen nächste Mal dann hier weitergehen. Das hätten wir ja schon beim allerersten Mal machen können. Das heißt, einfach rechts rum. 0 Uhr, genau, wir machen Feierabend. Das war's heute von Ein verwirrter Mann spielt Pharaonik. Heute war es, glaube ich, etwas extrem komisch. Nächste Mal geht's weiter. Nächste Woche Sonntag leider nicht. Danach die Woche weiß ich noch nicht. Also wir gucken mal, wann es weitergeht. Aber ich würde es gerne weiterspielen und durchspielen. In diesem Sinne, bis.